Die Mädels beginnen jetzt hier mit ihrem Rührei. Schau mal, aber ganz vorsichtig. Sehr schön. Mach den noch Schnittlauch rein, ne? Ja, machen wir den jetzt. Okay. Was ist das? Und Salz braucht ihr noch, ne? Der Schnittlauch kann man auch so essen. Ja, das stimmt. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ich nehme euch heute mit durch den Tag, habe ich mir gerade spontan überlegt. Wir haben gerade die Pferde rausgebracht. Das heißt für mich, ich mache jetzt gleich die Boxen sauber. Wir sind alle ein bisschen zerknittert, denn wir waren gestern wirklich lange wach, obwohl heute Schule ist. Gab schon mal eine Ausnahme. Wir haben nämlich hier, ich zeige es euch mal, unser erstes Lagerfeuer gemacht. Es war einfach so herrlich schön, dass wir es sehr spät erst abgebrochen haben. Ja, die Kinder sind natürlich trotzdem in der Schule. Die anderen haben Homeschooling. Da planen wir uns den Tag immer so, wie uns es recht ist. Aber es war einfach nur so schön. Und Flori und die Kinder hatten die Idee, das Zelt rauszuholen, beziehungsweise unsere Zelte, die hier aufzubauen und vielleicht heute Abend das nochmal zu wiederholen, weil es einfach so unfassbar schön war, hier zu sitzen mit Musik. Die Kinder haben hier getanzt. Auch Sera, es ist immer so ein bisschen schwierig. Habe ich gestern Abend mit Flo, saß ich dann noch hier am Feuer, als die Kinder im Bett waren. Da habe ich mit Flo gesprochen, dass es oft doch schwierig ist. Jordi ist hier auch irgendwo, ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt. Allen Kindern so, ja, gleichzeitig zu unterhalten. Also wisst ihr, Bibiletto möchte eine andere Unterhaltung mit zwei als die Mittleren. Mit fast 9 und 10 und gut, Skyly gehört da mit rein mit fast 7 und Sera wieder eine ganz andere Unterhaltung. Es war gestern so schön, einfach nichts, einfach nur zusammensitzen, ein Feuer und alle waren glücklich. Es war wirklich ganz, ganz toll. Ich sehe wirklich ganz zerknittert aus, nehmt es mir nicht übel. Im Laufe des Tages werde ich mich bestimmt noch schminken, aber jetzt hat erstmal anderes Priorität. Die Pferde sind draußen, wie gesagt. Und ich kümmere mich dann morgens immer um die Boxen. Der Flori ist gerade zur Eingewöhnung mit Bibiletto. Die bleibt halt das erste Mal alleine. Ja, er hat gestern Abend schon, wir saßen wie gesagt noch am Feuer, schon gesagt, er hat schon ein mulmiges Gefühl, weil die Erzieherin gesagt hat, also sie stört jetzt nicht, wenn die Kleine mal ein bisschen weint, wenn Flo geht. Und Flo so ganz cool, ja, nee, mich auch nicht. Und dann saß ich und sagt, ich wollte nur auch cool tun. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn sie weint. Ich kann ja nicht gehen. Ja, also bin ich gespannt, was er mir gleich erzählt. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal hier die Boxis sauber. Wir haben auch gestern neues Heu hier geordert. Das lag nämlich erst hier, dann war alles durcheinander und war keine gute Idee. Genau. Ja, dann würde ich sagen, starten wir erstmal gemeinsam in den Tag und ich nehme euch mit. So, kleiner Zwischenstand. Ich nehme euch ja bei Instagram immer mit und da wurde heiß diskutiert über die Entsorgung, über wie macht man am besten eine Box sauber. Ich musste ein bisschen schmunzeln. Also, um unser Prinzip zu erklären, eigentlich so wie es jeder macht, man nimmt das Dreckige raus, dann lasse ich das meist ein bisschen trocknen. Also dreckig heißt alle Äppel und das vollgepuschte Stroh. Das alte wird dann wieder, verteilt und dann kommt oben drüber ein bisschen Frisches. Hier genau das gleiche, bei Sunny ist jetzt deutlich mehr raus. Weil der frühst immer läuft und läuft, und dann vermischt er mir alles und dann ist es sehr, sehr schwer, das wieder zu trennen. Genau. Ja, jetzt, wie gesagt, lasse ich kurz trocknen, dann verteile ich das. Dann kommt neues Stroh drauf und dann Heu und dann sind wir auch schon fertig. Guck, wer da ist. Wie wieder gelassen jetzt. Und? Ich sag aber, geht jetzt? Also, nein! Ich sag, oh, aber geht jetzt? Ich komm gleich. So mit ihrem Rinnlüppel so? Ja. Aber waren die draußen am Spielen? Nee, drinnen. Oh. Vielleicht geht der gleich noch raus. Oh, hier draußen wäre besser, weil sie ist ein draußen Kind. Und wann musst du wiederkommen? Ab 11. Wasser, es geht, bleibt gut, dann ruft sie an, dann kann sie länger bleiben. Ach du meine Güte, mein Herz. Schon groß ist der Baby, ist groß. Ja, ist ja auch eigentlich kein Baby mehr. Eigentlich müsste sie nicht Babyletto heißen, sondern Kleinkindletto.
Aber also, für uns ist sie noch Baby. Solange bis das Baby da ist, ist sie Baby gefälligst. Aber dann werden wir uns erschrecken, wenn das kleine Mäuschen da rauskommt, dann werden wir sagen, oh, das Baby wird so groß. Ja. Schön. Na dann, mache ich mal weiter. So. Schaut mal. Einmal neu. Was sagst du? Das ist krass, mein Baby ist da ganz alleine. Hier haben wir neu eingestreut. Und also Flo hat sie drüben übernommen. Und hier habe ich bei Shani übernommen. Das muss ich gleich noch alles rausholen. Und da hinten in die Ecke kommt jetzt Heu. Und da hinten in die Ecke kommt auch Heu für die Nacht. Und dann kriegen sie abends immer noch Essen. Habe ich bestellt. Das haben wir schon seit Jahren. Fruchtmüsli. Genau, das ist einfach ein Müsli, was nicht irgendwie, ja, ich sag mal, aufpusht. So wie Hafer oder sowas, ne? Brauchen sie nicht. Ja, genau. Da wisst ihr jetzt genau Bescheid, wie das hier frühs abläuft. Vor allem, wie ich heute hier rumlaufe mit dem Schlüssel. Das ist von der Scheune. Da ist mein Stromgerät drin, damit ich die Weide anmachen kann. Flori, Jordi und Bonnie gehen jetzt ein bisschen Fahrrad fahren am frühen Morgen. Die Mädels sind noch drin. Die sind noch ein bisschen zerknittert von der Party gestern. Genau, und ich kümmere mich jetzt ums Heu. Und dann bin ich ja eigentlich auch schon fertig. Genau. Einige von euch haben auch gefragt, warum da nicht Maschen oder so unterliegen. Das macht man jetzt wohl so. Ja! Weil die Pferde demnächst im Offenstall stehen. Da gebe ich jetzt nicht hunderte Euro für Matten aus. Können wir ein Rührei machen? Ein wie bitte? Rührei. Wenn ich drin bin, könnt ihr euch Rührei machen. Ja? Ich bin, guck mal, ich mache nur noch Heu, dann komme ich rein. Guck mal, das passt hier. Perfekt, ihr seht schön aus. Hallo Leute. Wie sind die mit den Rollschuhen? Okay, ja, dann komme ich gleich. Ich mache nur das Heu und dann machen wir Rührei, okay? Bis später, Leute. Tschüss. Ja, wir sehen uns, ey. So, im Stall bin ich fertig. Ach, herrlich. Es soll eigentlich seit Tagen hier nur regnen und gewittern und jedes Mal fängt sich das Wetter so schön. Also wir haben so Glück. Das ist total schön. Häschen habe ich mich auch schon gekümmert. Schaut mal. Die sind ja auch am Fressen machen. Die muss ich auch demnächst wieder sauber machen oder mal so ein bisschen sortieren. Die haben hier so ein bisschen gewütet. Genau. Na Lola, schmeckt gut? Sehr schön. Dann werde ich jetzt mal reingehen. Ne, man hört man den V. Machen wir Frühstück. Wie gesagt, wir stressen uns mit dem Homeschooling nicht. Das habe ich eine ganze Zeit lang mal gemacht. Das mache ich nicht. Das wird schon fertig werden und wir machen das so, wie es in den Tagesablauf passt. Weil wir einfach genug Stress die letzten Wochen hatten durch den Umzug, sage ich euch ganz ehrlich. So ein bisschen aufräumen muss ich ja auch. Ich habe ja nicht gestern alles aufgeräumt, aber na gut, wir hatten gestern, war ja nicht mal ein Abend, Mädels. Ich glaube, wir haben um 17 Uhr das Feuerwerk, Lagerfeuer angemacht. Und dann waren wir um 9, halb 10 oder so waren wir drin. Also wirklich ganze Nachmittag, dementsprechend ist hier ganz viel liegen geblieben, aber halb so wenig. Ja, ist eine Großfamilienpackung, ne? 18 Eier. Ja. Bestimmt habt ihr schon unser Video angeguckt. So, hier muss das Kleid zugemacht werden. Nika muss da Hilfe. Solange machst du Rührei. Ich? Ja. Na, aber warum soll ich denn das machen? Ich könnte oder ich bin schon Nika. Ja. Ich kümmere mich um die Melone oder um andere Obst. Okay. Ihr schafft schon Rührei. Ihr seid doch schon große Mädels. Ja. Die Leute mag, wisst ihr, Leute? Hier sind gestern meine Gummistiefel angekommen. Genau, und ich hatte neue Gummistiefel. Ich kann aber auch welche bestellt, aber das war schief gelaufen. Du warst nicht meine Füße filmen. Oh, okay. Ich darf nicht die Füße filmen. Ja, ein bisschen Privatsphäre muss auch sein, ne? Ja. Bei den Füßen hört es dann auch auf. Was ist denn mit der Jacke hier? Ich hatte nochmal Klick. Ich zieh es geiler an. Okay. Wegen dann sind wir fast gleich. So, zeig mal. Und mein Pony ist im Weg. So, fertig? Warte. Sehr und schön. In 19 Tagen, also in 9 Tagen habe ich Geburtstag. Ulala, wie alt wirst du denn? 7. Genau. Ich bin schon 9. Die Mädels beginnen jetzt hier mit ihrem Rührei. Schau mal. Aber ganz vorsichtig. Sehr schön. Mach den noch Schnittlauch rein, ne? Ja, machen wir den jetzt sogar nicht. Okay. Und Salz braucht ihr noch, ne? Der Schnittlauch kann man auch so essen. Ja, das stimmt. Ich kümmere mich um die Melone. Die Mädels machen hier ihr Rührei. Das ist richtig eklig. Nein, das ist krass.
Schlachtfeld haben sie uns jetzt hier hinterlassen. Wir essen jetzt erstmal. Jordi hat sich auch noch sein Ei alleine gemacht. Und ja, bei uns haben sie vergessen. Ja, bei uns haben sie vergessen. Ich sag, ein Brötchen im Ofen? Nee, haben wir irgendwie alle Mann vergessen. Wurscht, habe ich jetzt reingemacht. Die Melone, die versuche ich mal an die Tiere zu verfüttern. Die ist so, so gummilabberig. Nee, das muss knackig sein, so eine Melone, oder? Was ist hier los? Wir hängen jetzt unser Bett oben auf. Alleine? Ja. Okay, sie sagt gerade, Mama, kann ich einen Hammer und eine Nadel? Eine Nadel. Komm, okay. Wo ist denn dein Bild? Sollen wir dir mal euer Zimmer ein bisschen zeigen oder nicht? Ja, ja. Okay, aber erstmal. Du hast hier noch einen Mückenstich, muss ja mal eingecremt werden. Und ich habe da draußen einen Schreihals. Ja! Bitte! Da ist sie. Zurück von der Kita. Was ist los? Mama. Ja. Das ist doch aber nicht dein Fahrrad. Nein, ja. Den ganzen Tag. Komm mal her, Mama. Komm mal her. Okay, komm ich mal her. Okay. So, jetzt hat sie sich den kaputten Buggy geschnappt. Der sollte es unbedingt sein. Naja, gut. Mau. Papa ist gerade bei unserem Eigentümer. Der schleicht ja auch irgendwo rum. Super. Ja. Ist jetzt schon ganz erschöpft hier auf dem Stein. Komm mal her, komm mal her. Hoppala, elegant. So, jetzt komm mal her, Papa, komm mal her. Lass mich mal kommen, sagst du mal, komm mal her. So, Leo, du machst jetzt hier? Jetzt bin ich da. Ich weiß schon genau, wie sie ihre Eltern beschäftigt. So, ich darf jetzt endlich rein. Die Mädels sind hier am Aufräumen. Schaut mal, sind noch nicht ganz fertig, aber es wird langsam, wird langsam wohnlich. Schön, ja. Eure Bilder habt ihr aufgehängt, ganz alleine. Ganz alleine, ja. Sehr schön. Es macht ganz viel Spaß. Cool. Da Sneaker ihre Wandtattoos. In den Betten schlafen sie aktuell noch nicht. Hier ist Skadi ihr Wandtattoo. Oh, war ja das 100 Knickohr. Was ist hier los? Und hier so, ist das Barbie-Haus. Das sieht unheimlich aus. Das Barbie-Haus? Ja, naja, wird ja auch mitgespielt, ne? Da hat Barbie wohl nicht aufgeräumt. Ja, das ist bestimmt nicht eure Schuld. Schuld von der Barbie, hast du recht. Barbie. So, Nika räumt dann noch den Schreibtisch auf. Dann müssen wir hier gleich nochmal saugen. Ich muss hier arbeiten, so wie du. Das wollte ich okay. Hier auch aufhängen. Okay, oder seid ihr noch ganz klein, Barbie, ne? Hat so ein Ding. Ja, Barbie hat ein Laptop. Zeig mal. Oh, ich zeig euch das mal. Das ist schon ein uraltes Bild. Ach Gottchen. Wie klein da noch alle sind. Guck, da hat sich Tic-Tacs. Ja, da hast du auch deine Locken haben früher so richtig mal, abgestanden. Ich aussehe. Ja, dann guck mal, Sarah auch noch ganz klein. Gerade Sie sitzt mit Rino und Jordi und hier hinten Manny mit seinen Wangen. Sarina hat ganz lange Haare. Süß, ne? Oh, wie süß, Sarina. Das habe ich euch ein bisschen vergessen mitzunehmen. Wir waren gerade am Bahnhof, die Billette sitzt da hinten auch, und haben Sarina zum Bahnhof gebracht. Der geht zum Papa-Wochenende. Die letzten Male wollte er nicht, jetzt wollte Nika nicht. Aber ja, jetzt ist Rino halt da, wurde abgeholt. Wir treffen uns immer so mittig, finde ich ganz fair. Und Sarah, ihr Freund, haben wir auch eingeladen. Jetzt fahren wir erstmal zum Einkaufen. Cookie runter. Cookie ist runtergefallen? Ja. Okay, Drama. Ich muss euch kurz zur Seite legen. Wir durften gerade zu Kick rein. Wir haben uns so gefreut. Für Skyli schon ein paar Geburtstagsgeschenke geordert. Und noch ein paar Sachen für Letty. Und zeig mal, was du geholt hast für Skyli. Von deinem eigenen Geld, ne? Baukosten? Einen ganz schicken Rock. Das ist ein Strohhalmschutz halt unten. Super! Ziehen Sie. Und Letty probiert die neue Flasche aus. Kann sie denn zum Geburtstag anziehen? Ja, super. Musst du wieder rein? Bringst du ins Auto, ne? Ja, bringen wir erstmal ins Auto. Hinsetzen. Die Rede fahrt geht los. Super! Tudut! Einmal der Baumarkt. Da fehlt bloß noch Filtersand, dann sind wir fertig. Baumarkt ist erledigt. Wir haben noch ein paar Bretter geholt, einen Sandkasten, eine Holzlasur
Grundierung, eine Taschenlampe für Skyly, die hat sie sich gewünscht zum Geburtstag. Und Filtersand, ja, dennoch schon ein paar Kleinigkeiten. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe gestern die Kamera vergessen mitzunehmen. Und mir ging es auf einmal nicht mehr so gut. War im Auto auf einmal so schlecht von diesen vielen Gefahren. Hatte ich schon länger nicht mehr, aber gehört nun mal dazu, ne? Und wir haben jetzt den nächsten Morgen. Ich habe die Pferde gerade schon rausgebracht und widme mich gleich den Boxen, muss aber erstmal was essen. Und ich weiß auch nicht, seit gestern ist mein Kreislauf so ein bisschen im Eimer. Merke ich immer, dass ich so ein bisschen, wie sagt man, wie erklärt man das am besten? Ja, ein bisschen wackelig auf den Beinen bin. Und deswegen werde ich mir jetzt erstmal gleich Kleinigkeit zu essen und zu trinken machen. Dann mache ich die Boxen. Spielt auch gar keine Rolle, ich habe den ganzen Tag Zeit, ne? Aber ich habe das immer schon gern frühst gemacht. Kaninchen muss ich auch noch schnell füttern. Die Kinder frühstücken oben auch gerade. Flori darf heute ausschlafen. Es ist Wochenende, das hat er sich auch mal verdient. Steht ja immer jeden Tag frühst auf. Genau, und ich dachte mir, ich greife jetzt nochmal zur Kamera und melde mich mal bei euch, weil ich habe es irgendwie verkackt. Ihr Lieben, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, dass wir euch mal so durch unseren neuen Alltag nehmen. Schreibt dazu gerne mal was in die Kommentare. Ich habe jetzt das eine oder andere Mal gelesen, ob ich die Kommentare gar nicht lese. Doch, also ich versuche sie schon weitestgehend zu lesen. Aber ich schaffe es zeitlich einfach nicht immer zu antworten. Also ihr müsst wissen, dass gerade große Influencer oft Leute, Angestellte dafür haben, die antworten. Einfach weil es sehr, sehr zeitaufwendig ist, ne? Und ich habe ja, ich habe sowas natürlich nicht, ganz bewusst nicht. Und ich habe auch einfach so viel zu tun. Könnt ihr euch vorstellen mit 7 Kindern und Haus und Garten und so weiter, dass ich es einfach nicht schaffe. Ich versuche das zu bessern oder mal zu schauen, ob Flo das vielleicht auch übernehmen kann, da einfach mal ab und zu antworten, weil ich will euch natürlich auch nah sein, versteht mich nicht falsch. Aber ich kann mich halt auch nicht zerreißen, ja, in 1000 Teile. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Und aber ich lese das auf jeden Fall nicht, dass ihr da irgendwie denkt, ich habe da gar kein Interesse dran, um Gottes Willen. Also ihr Süßen, ich würde mich mega freuen, falls, wenn ihr neu seid, dass ihr uns abonniert. Hier unten auf die Glocke, ist ganz kostenlos, ihr kennt das Spiel. Und ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Vlog. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und bis dann, ciao!